Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Callisto Protokoll. Wir sind hier gerade im wunderschönen Turm unterwegs, glaube ich. Zumindest heißt das Kapitel Turm. Und hier ist alles sehr... Blech. Schnell, Jacob. Uns läuft die Zeit davon. Dr. Thala Ismene, Moment. Ja, ich beeile mich, wie man sieht. Aber das Subjekt scheint jegliche Intelligenz und Selbstkontrolle zu verlieren. Was, Ferris? Leite das Subjekt an Marla weiter. Vielleicht hält uns das Cole vom Hals. Was war das hier? Beobachtungsprotokoll. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. Hier war Ferris, oder? Weil hier steht, Moment. Durch die umfangreichen Forschungen im Bereich der Verhaltensstörungen kann Dr. Ismene wertvolle Erkenntnisse zum mentalen Zustand der Betroffenen liefern, während Dr. Mahler die physischen Veränderungen aufzeichnet. Das wird entscheidend für das reaktivierte Forschungsprogramm, wenn wir Subjekt 0 replizieren wollen. Und Ferris ist ja scheinbar das Neue. Also der andere ist ja gestorben und Ferris ist jetzt der, wo sie es nochmal probiert haben, scheinbar. Klang auch so, ne? Von der Stimme her gerade in der zweiten Aufnahme. War das, glaube ich, auch eher. Wir sind fast da. Ja. Immer schön weiter. Ich bin dabei. So. Ach, hier sind wir wieder. Ach, schön. Kann man direkt durch die Tür wieder hierher. Perfekt. So, Sicherung rein. Ja, Ferris. Oh, ich fürchte mich schon. Also das wird hundertprozentig der Bosskampf werden. Mit Ferris. Und ich habe echt Angst. Ja, dann hier los. Was war das dann gerade komisches? Okay. Ja, ich freue mich gar nicht auf den Bosskampf mit Ferris. Oh. Vielleicht wird ja auch der Endkampf Dani, wer weiß. Je nachdem. Wäre eine coole Wendung, ehrlich gesagt. Für alles, was sie benötigen. Also wenn sich Dani verwandelt und wir ja, sie besiegen müssen. Würde ich auch feiern. 1900. Ja, damit ist noch nicht viel zu machen, ne? Ah doch, das können wir schon machen. Gut. Ja, ich mach die jetzt. Montage. Wir brauchen halt irgendeine von den fortgeschrittenen Waffen. Gegenstand aus Druckfertigung. Dankeschön. Ist schon cool, dass man limitiert wird, was die Waffen angeht. Also finde ich ganz nett, dass man nicht einfach alles hochballern kann. Und am Ende mit allen Waffen voll gepimpt dasteht. Also ich finde es cool, dass man sich entscheiden muss. Na, wieder ein Viech. Ich mach schon mal auf E. Ja, ich wusste es. Frag mich nicht, warum ich es wusste, aber irgendwie habe ich es geahnt. Die stand hier einfach so prädestiniert, die Kiste so allein. Ich weiß auch nicht. Kam aus dem Viech gar nichts raus? Ich meine, die droppen doch eigentlich auch. Wo ist denn das? Mist. Die Leiche von dem Viech ist irgendwie nicht da. Hat sich wahrscheinlich irgendwo reingepackt. Schade. Ich gucke die ganze Zeit, ob irgendwo so ein Dingens ist, wo ein Vieh rausgeschossen kommen kann. Das machen sie ja auch gerne bei den Sachen hier. Wenn man es so schlecht erkennt. Tschüssi. Oh! Mensch. Das wäre auch lustig gewesen. Hier sind überall Dinger. Ich glaube hier... Das könnte auch ein Arena-Kampfort werden. Mal gucken. Obwohl ein bisschen klein dafür. Warum kommt hier nie was raus? Menü. Schön. Es wird witzig. Oh nein. Frau Muni. Und ich kann ihn leider nicht GAPen. Ich kann Sachen gegen ihn werfen, weil sonst wäre es. Oh, waren wir so nah dran? Oh nein, warum dreht er sich denn? Er hat sich umgedreht. Was war das denn? Er hat sich einfach zu dem Monster umgedreht. Ich bin eigentlich gerade gerannt. Da dreht er sich um. Oh, Idiot.
So ein Idiot. Ja, komm. So, wo kam das Viech jetzt? Hier, ne? Ach ja, die Waffe. Ja, und da werden jetzt die ganze Zeit auch kleine Viecher gesprengt. Aber die können wir dann mit DAP ganz reichen. Und dann irgendwo reinschleudern, wenn ich was finde. Ja, das wird ja lustig ohne Muni hier, der Kampf. Nee, doch nicht so. Oh. Oh. Halt, halt, warte, warte, warte. Ich bin gleich da. Nein, ich war zu nah am Affen. Und was war jetzt? Ah, wie doof, wir waren zu weit weg. Okay, da muss ich aufpassen, ich darf gar nicht so weit weg machen. Ja, ist perfekt. Hat's geklappt? Ich glaube. Ja, jetzt ist er einsam. Oh, der Arme. Na, wo sind deine Mobs? Die kommen bestimmt auch gleich wieder. Guckst du nicht wohin. Ah, da war der Ventilator. Und hier so ein Stachel. Auch schön. Oh nein. Keine Mini. Oh je, yeah. Jetzt haben wir ein Problem. Wie besiege ich den dann ohne Mini? Bleibt der da jetzt? Hallo? Ja, das ist gut. Deswegen hatte der sich vorhin umgedreht, ne? Ich glaube, das war so ein Ausweich-Move quasi gewesen. Kam nur in einem unpassenden Moment für uns. Hm, blöd. War aber Muni-mäßig echt ganz so kritisch. Hast du Muni? Das wäre schön. Ja, gut, ist auch nett, wenn nochmal so ein Ding kommt. Aber Muni hätte ich bald besser gefunden. So, wo muss ich jetzt hier hin? Dahin wahrscheinlich, oder? Ach, Muni. Oh. Na gut, die hätten wir hier noch finden können. Ich wollte nicht so weit hier hinlaufen, weil ich nicht wusste, was hier kommt. Ich hatte Angst, in eine Sackgasse zu rennen. Da kann ich nicht rein, ne? So, wo muss ich jetzt hin? Da bin ich gerade überfragt. Hier. Na, Viech. Ich spam schon mal eh. Das gibt's doch nicht. Das ist wie eine scheiß Mimik. Das ist so gemein. Ah, diesmal ist wenigstens das Dingens da gedroppt. Führt das woanders hin? Achso. Na, wer möchte? Ich weiß auch, dass er gleich aufsteht. Obwohl, die sind ganz schön matschig. Gehen Sie rein, schnell! Ja, Moment. Nicht so schnell. Den hätte ich hier gerne noch. Edward Bates. 24-980. Hören Sie mich? Mich? Hören? Hört ihr mich?
der hat so lange durchgehalten. Okay. Edward Bates, ist der dann? Mal sehen. Nichts? Wow. Okay, hier habe ich jetzt aber damit gerechnet, dass irgendwas auftaucht. Das Labor. Im Herzen der Anstalt. Was haben die hier gemacht? Ach. Schon ein bisschen eklig. Ein kleines bisschen. Experimente an Gefangenen. Oh ja, klar. Aspekt 0. Wie lange machen die das hier schon? Steckt die UJC da auch mit drin? Aspekt 0. Ja. Bisschen umschauen. Das wäre schon interessant. Was haben wir da? Sie wollten wohl wissen, wie lange es dauert, bis man so ein Ding wird. Oh, der Arme, guck mal. Der ist sogar noch einigermaßen normal, sieht er aus. Mensch. Hey! Ugh. Was machen Sie? Ich sag dir, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Sie sagten, Sie können heilen. Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat sie nicht. Also, ja, denn los. Gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Ich meine, sonst stirbt sie also ganz ehrlich. Bald wird sich alles aufklären. Dann erklären Sie mir erstmal das hier. Sie kennen die Aufnahmen, Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der Angriff stattfand. Nein, aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja, verdammt! Wie Sie wollen. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Oder wird es sein? Der Sync-Prozess läuft noch. Die Daten werden nicht direkt übertragen. Dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Na gut. Nehmen Sie das. Und stellen Sie ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Wardens. Von seinem was? Vom Ziel dieses Wahnsinns. Seines albernen Protokolls. Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren, zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas über Größe, stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Leider wurde er bei der Arke-Sterilisierung getötet. Leider. Und nun will der Warden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Und so Subjekt Null neu erschaffen. Als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Menschheit. Sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu allem. Was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ich gehöre nach Black Isle. Ja, sehe ich auch so. Also ganz ehrlich, die rette ich auch nicht. Die nehme ich nicht mit. Du bist es. Ja, komm. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bringen wir es zu Ende. Los. Ja, das wäre mal schön, weil, wie gesagt, ich muss in die Klinik. Wie fühlst du dich? Ich würde jetzt gerne mal Schluss machen hier. Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. Ja. Halte durch. Wir sind bald da. Falls ich hier gerade ein bisschen durchhetze, tut's mir echt leid. Ich würde es nur echt gerne noch durchspielen. Also heute ist der allerletzte Tag vor der Klinik. Ich würde es einfach gerne durchspielen, bevor ich dann 2 Monate nicht spielen kann, weil dann bin ich völlig lost hier. Also ganz ehrlich, da weiß ich doch dann überhaupt nicht mehr, wie die Steuerung geht.
Und dann stehe ich wahrscheinlich kurz vorm Bosskampf. Also das wäre echt. Hast du das gesehen? Was denn? Nichts. Wir sollten weitergehen. Also er ist auch komisch. Der Aufzug ne? ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Hat er auch schon am Anfang so komische Sachen gesehen. Als das Spiel begonnen hatte. War auch schon so komische Hallos. Alles okay? Oh Gott, die sieht nicht gut aus. Ich hoffe, das geht dann weg. Also ganz ehrlich, so würde ich nicht durch die Welt rumlaufen wollen. Huch, was ist vorhin eigentlich passiert? Ich erinnere mich nur noch daran, wie die Roboter uns angriffen. Marla hilft uns, dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und du vertraust ihr? Nee. Kein bisschen. Hab keine andere Wahl. Ja. Geht mir ähnlich. Wow. Also, was soll das sein? Schick. Das ist definitiv nicht die UJC. Nee. Wer ist es dann? Schön hier. Ja gut, das hier könnte man nochmal drüber nachdenken, aber wenn es Kunst ist, wer bin ich da? Naja. Muss man auch einfach mal hinnehmen. Kurz Triumph. Kohl? Nun Kohl. Wäre es Klage? Wieso bin ich jetzt bei gesuchte Person? Ist das hier? Nee. Ah doch, da war's. Ah, da war's. Heute Nacht. Während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde mal das Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Hm. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Ach du Scheiß. Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Halt, nochmal. Heute Nacht. Entschuldigung. Während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ach so, ein Idiot. Ich werde mal das Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Computer. Callisto-Protokoll initiieren. Ach. Idiot. Wegen denen. Also es war noch nicht mal ein Unfall. Es war tatsächlich gewollt. Okay. Na gut. Hier haben wir, glaube ich, alles. Duncan Cool. Datentransfer beendet. Was zur Hölle? Kannst du mal aufhören mit deinen Halos? Dani? Dani? Oh! Dani, wo bist du? Das sind die Erinnerungen, ne, die abgeloadet wurden von ihr wahrscheinlich. Das sieht ja aus wie bei Dingens. Also jetzt nicht mit den Toten, aber ansonsten sieht das aus wie mit der Katze hier. Und jetzt bist du in Danis Erinnerungen. Ja, tatsächlich. Die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt. Freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Das war ganz am Anfang, die ganz erste Videoszene, die wir da hatten. Hier war auch irgendwo der Würfel. Ist jetzt nicht mehr da. Okay. Da ist nix. Max! Ja. Lass mich los! Was redest du? Siehst du das? Siehst du das? Ja, ja. Jacob? Hm. Was hast du da? No. Was wir hier haben, geht uns nichts an. Er hat es doch transportiert. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hm, die haben es doch transportiert. Scheiße. Unsere Schuld. Lilly! Oh nein! Nein, nein! Nein! Also hatte sie recht.
Nein. Ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Das Kind. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Island testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Das wussten wir ja nicht. Ich meine, damit hat er jetzt wahrscheinlich wirklich nicht rechnen können. Jacob, was ist los mit dir? Hey, komm schon. Kann nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Nein, ich kann es fühlen. Hören. Im Kopf. Okay, du bleibst hier. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Lass mich für seine Taten büßen. Okay, ich würde hier mal Folgenende machen. Ich habe nämlich Angst, was passiert, wenn wir hier weitergehen. Das sieht jetzt sehr nach Ende aus. Okay, dann ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.